Herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einem Ankündigungsvideo für eine neue Formel 1 Liga. Das Ganze geht von mir aus, Yannick, weil ich dachte, dass nachdem jetzt die Ligen auseinandergebrochen sind, dass ich trotzdem weiterfahren möchte und Spaß haben möchte, auch wenn ich ein miserabler Fahrer bin. Und habe mir jetzt Kösti an meine Seite gezogen. Hallo. Der auch hier mit dabei ist, ja, hört man ihn sogar. habe ihn mir an die Seite gezogen und gesagt, komm, ich veranstalte jetzt eine Liga. Das Ganze läuft über meinen Teamspeak hier, moichan.de. Und ihr könnt euch dafür auch bewerben. Ich fange mal ganz kurz an. Generell Bewerbung über Steam an mich. Ihr könnt mich, also falls ihr mich noch nicht habt, in Steam, moichan.yt. Da steht vorne ein Clan-Tag und hinten ein Deutschland-Tag. Und bei dem bitte schreiben. Oder ihr schreibt einfach so Kösti123 an. Das steht auch nochmal in der Videobeschreibung, wie wir beide in Steam heißen. Und dort könnt ihr euch bewerben für diese Liga. Bewerbungen ordentlich schreiben. Wir lehnen auch gerne Bewerbungen ab. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich mal ganz kurz überhaupt zu wann fahren wir, was fahren wir und wie viele Punkte bekommt ihr? Da es eine Liga mit Spaß ist, gibt es einen ersten Platz, der aber nichts bekommt. Und wir würden samstags fahren, alle zwei Wochen, 19.30 Uhr, so dass wir dann spätestens 21 Uhr oder 21.15 Uhr fertig sind mit der Aufnahme. Ich werde wahrscheinlich dann aufnehmen und das auch hochladen. Sprich, das erste Rennen wäre dann USA 22.02.2014. Punkte wären folgende. Die Punktevergabe, wie es Formel 1 2013 so schon vorschreibt, bedeutet der erste Platz 25 Punkte, der zweite 18, der dritte 15, der vierte 12, dann 10, 8, 6, 4, 2 und 1 Punkt. Sprich, die ersten 10 Plätze bekommen Punkte. Und ja, die Regeln sind eigentlich auch ziemlich einfach. Die wird Kösti euch noch kurz zusammenfassen. Ja, Regeln sind weitestgehend bekannt aus der Mulchan-Liga. Also auf jeden Fall wird fair gefahren, das ist klar. Unfaire Manöver und so weiter, die können dann zum Ausschluss aus der Liga führen. Cheats sind selbstverständlich auch verboten. Während der Saison ist es auch noch möglich, in die Liga einzusteigen, falls ihr das jetzt nicht plötzlich seht. Oder, also falls ihr das jetzt nicht rechtzeitig seht, sondern erst später, könnt ihr auch später noch einsteigen. Wichtig jetzt bei den Renneinstellungen, wir fahren mit Fahrhilfen, also keine Hardcore-Liga, komplett ohne Fahrhilfen. Da ist auch, so wie ich das jetzt sehe, alles erlaubt. Die Autos sind ausgeglichen, sie sind gleich schnell. Das Wetter wird vom Spiel geregelt, also dynamisch, nicht wolkenlos. Wir fahren ohne KI-Gegner und das Strafen- und Schadensystem sind vollständig. Vor einem Rennen, wenn man da keine Zeit hat, müsste man sich abmelden, aber das können wir ja dann alles noch besprechen, falls ihr Lust habt mitzumachen. Samstags wurde schon gesagt, 19.30 Uhr ist auch klar. Wir fahren mit einem Kurzqualifying, das heißt 15 Minuten, wo jeder die Möglichkeit hat, so viele Runden wie er will zu fahren. Was gibt's noch? Halbe Renndistanz, 50%. Also kein volles Rennen und auch kein Viertelrennen. Punkte wurden auch schon erwähnt und Strafen können von uns bei unfairen Manövern ebenfalls verteilt werden. Ja, das war's jetzt, was ich so habe. Gut, also das ist jetzt natürlich knapp zusammengefasst das Reglement. Wenn ihr Interesse habt und euch bewerbt, könnt ihr auch in unserer Steam-Gruppe, wir machen das alles über die Steam-Gruppe, euch das Reglement dort nochmal angucken. Ihr könnt uns gerne fragen und bitte wirklich nur Kösti oder mich. Aus dem Grund, weil Tobi, Philipp und sonstige Leute damit nichts mehr zu tun haben. Die fahren vielleicht mit, wenn sie Lust haben, aber sie haben nichts damit zu tun. Noch was zu dem Namen. Unsere Liga heißt Sklaven der Nacht. Hat jetzt keinen so tiefgründigen Hintergrund. Ihr könntet natürlich über den Namen nachdenken und philosophieren. Es ist einfach ein
eine Spaßliga, ja. Wir wollen Spaß haben mit dieser Liga. Und genau diesen Spaß werde ich auch da durchhämmern mit größter Brutalität, ne? Nein, natürlich nicht. Also das läuft natürlich alles spaßig ab. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Wie ich gesagt habe, Bewerbung, Kösti oder mich, steht in der Beschreibung drin. Unser TS ist auch zur Verfügung. Schreibe ich auch in die Beschreibung rein. Und dann würde ich sagen, war es das für die Ankündigung. Und wir werden uns dann wahrscheinlich entweder über eure Bewerbung hören oder bei sonstigen Videos. Und damit würde ich sagen, haut rein und habt Spaß und wir freuen euch auf eure Bewerbung. Richtig. Ja, also ein kräftiges Ciao, ciao, ne? Ciao.